Achso, so. So. Mach das erstmal so. Hallo, YouTube wahrscheinlich, keine Ahnung, das ist Frostpunk. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich hier überhaupt so loslege, ob ich das hier mit OBS-Dingsbums mache, Tastecam oder ohne. Ich fange jetzt einfach mal an und gucke mal, ob das auf mich zukommt. Ich weiß nicht, aber Frostpunk eigentlich so gut wie nichts. Also ich bin null informiert. Ich habe übrigens die Musik schon leiser gedreht, die ist immer noch recht laut. Aber ich glaube, das ist hoffentlich nur so ein Hauptmenü. Wir gucken uns das einfach mal an. Ich drücke einfach mal auf Go und guck mal, was passiert. Ich bin, wie gesagt, absolut unbelegt und habe keine Ahnung, was richtig auf mich zukommt. Also, lassen wir uns da mal überraschen. Liebe Webcam, würdest du bitte... We roam the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped with pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. They've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. Bid farewell to plenty, and for those who remained came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope. Pushed us forward. Slowly. Step by step. We knew the cost of our journey. And we paid the price. 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Ich habe Fragen. Warum zur Hölle sind ihr nach Norden gegangen von allen Orten? Na gut, ein neues Zuhause. Wir flohen aus London und überquerten das Meer, um den eisigen Norden zu erreichen. Unterwegs geriet unser Konvoi in einen Schneesturm, wir wurden voneinander getrennt. Eine Handvoll von uns schafften es, den Standort dieses Generators zu erreichen, aber hier ist alles eingefroren und verlassen. Warum ist hier niemand? Hat überhaupt jemand von unseren Leuten den Schneesturm überlebt? Sind noch andere da draußen? Was wir auch tun, wir sollten das Schlimmste befürchten, jetzt, wo unsere Welt in Scherben liegt. Das ist so also die Story, das ist... Es war diesmal anscheinend nicht der Klimawandel, es ist jetzt einfach so kalt geworden. Es könnte quasi die Witcher-Welt sein. Oh, da ist das Ding. Der große Generator. So, die Kälte. Wir müssen den Generator zum Laufen bringen. Er versorgt irgendein Gebäude mit Wärme und Dampfkraft. Ohne ihn werden mehr frieren. Lagere Kohle ein, start den Generator. Wie mache ich das? Ah, ich habe das Spiel mit Leertaste andrücken. Ich habe gerade instinktiv die Leertaste gedrückt. Und war direkt richtig. So, wir machen mal arbeitslos. Wir haben 50 untätige Arbeit, wir haben 50 untätige Ingenieure und wir haben 15 Kinder. Die sind übrigens verboten als Arbeit. Ich habe gehört, Kinderarbeit einführen ist voll das geile Dings. So, Kohle. Es ist ein Vorratslager. Wir haben 0 Kohle. Das läuft aber auch. Und wir haben 80 obdachlose Leute. So. Schalte den Generator ein. Ja, das kann ich aber nicht, weil ich dafür müsste ich ja... Das Herz der Stadt. Beheizt seinen direkten Umkreis und treibt alle verbundenen Dampfzentren. Wird er abgeschaltet, verschwindet er nach einigen Stunden alle Wärmezonen. Verbrauch. Jo, so, wie lage ich das ein? Dampfstufe nicht genug Kohle. Nur 6 Kohle und diese Dampfstufe. Achso, jetzt habe ich hier die. Müssen. Arbeitskräfte werden aus Holz gewonnen. Das kann ich jetzt hier. Oder das Stahltrommel? Warte mal, das ist für dich. Ich brauche ja nicht Kohle, ne? Hier ist ein Kohlehaufen. Die brauche ich. Holzkisten. Ich kann auch hier bestimmt irgendwie... Ah ja, genau. Ich kann auch hier hin und her gehen. So. Wir brauchen Kohle erstmal. Bevor wir was anderes machen. Die Leute sind doch obdachlos. Also jetzt habe ich keine Arbeitskräfte mehr. Na gut, dann lassen wir das hier mal mit den... Obwohl, wir sammeln mal trotzdem das Holz. Lassen wir das Spiel mal laufen.
Minus 20 Grad, das... Ach ja, das sind die... Ach ja, das ist die Wärme. Okay, gut, das ist, es gibt keine komfortable Zone. Es ist, August Peckham. Kein Risiko, krank zu werden. Allein in dieser Welt. Kein Zuhause. Holzkisten. Ach, guck mal, die machen hier sogar kleine Wege durch das Holz. Das ist ja lustig. Beatrice Huddleston. Kein Risiko, krank zu werden. Temperatur zu Hause, kühl. Ah ja. Okay, die holen jetzt das Holz. Das ist ja schön, oder was? Tolle Übersicht. Du kannst Kamera mit der Maus bewegen, bla 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 bla. Rohstoffe und Arbeitskräfte. Rohstoffe sind entscheidend für das Überleben der Stadt. Du brauchst Kohle und Generator und Stromversorgung, Holz und Stahl sind für den Bau und Forschung notwendig. Dampfkern ist ein wichtiger Bestandteil moderner Gebäude. Rohnahrung wird für die Zubereitung von Essensrationen verwendet. Später im Spiel können weitere Arten von Rohstoffen auftauchen. Die meisten Gebäude erfahren, dass Menschen dort arbeiten. Bestimmte Gebäude verwenden nur Ingenieure und andere nur Arbeiter. Bla 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 bla. Ich habe jetzt alle meine Leute losgeschickt, ne? Ah, nee, ich habe 15 Ingenieure. Warum kann ich hier auf die Kohle keine Ingenieure? Achso, ich kann auch die Ingenieure ansetzen. Ich lass mal von irgendjemandem noch den Stahl hier holen. Die Stahltrommel, die brauchen wir bestimmt auch. Das können die Ingenieure machen, die können das bestimmt auch. Oh, guck mal, es gibt noch Hoffnung. Die Hoffnung ist gleich. Das Gesetzesbuch. Finde Wege, um Hunger und Krankheiten und Appetit zu besiegen. Anpassung, radikale Behandlung, Lebenserhaltung. Zusatzstoffe, Suppe, Kampfarena. Aha. Notfallschichten. Das kann ich jetzt sofort machen. Wir können die Schwerkranken nicht heilen, aber wir können sie wenigstens im Leben halten. Wir werden nicht riskieren, sie durch radikale Behandlung zu Amputierten zu machen. Die Schwerkranken werden seit Tierstationen im Leben gehalten, aber nicht behandelt. Die Hoffnung steigt leicht an. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Die Schwerkranken werden nicht behandelt und bleiben eine Bürde. Die Schwerkranken belegen Betten in Sanitätsstationen, oder? Wir werden alle versuchen, um die Schwerkranken zu heilen. Von Invasivchirurgie bis zur Amputation. Nach Anwendung dieses Gesetzes kann nach 18 Stunden ein weiterer eingeführt werden. Die Schwerkranken werden in Sanitätsplanung, aber die Hoffnung steigt leicht. Das ist... Also, dann könnte ich wahrscheinlich Pflegeheime geben, wo ich die Leute dann doch... Ah, die sterben halt. Die Unzufriedenheit steckt leicht an. Also, das ist das Beise. Wir müssen ja noch nichts machen hier erstmal. So, kann ich ja die Geschwindigkeit... Was ist das hier? Ja, das ist mein Rohstofflager. So, natürlich gut. Jetzt habe ich ja Kohle. Jetzt können wir doch jetzt hier... Jetzt kann ich hier meinen Dampfgenerator anmachen hier. Also, wenn wir die loslaufen, heißt das nicht, dass wir es jetzt geholt haben. Okay, gut. Das haben... So, und jetzt habe ich... Temperatur. Die Temperatur innerhalb eines Gebäudes hängt von der Lebenseinstellung des Generators. Wenn sich das Gebäude in einer Wärmezone befindet, die Isolierung des Gebäudes in äußeren Bedingungen ab. Es gibt 6 Temperaturstufen. Eiskalt. Oder können Arbeitsplätze so warm wie möglich zu halten, verhindern, dass Einwohner krank werden. Manche Arbeitsplätze können nicht mehr betrieben werden, wenn die Temperatur zu tief gesunken ist. So, Judy. Höher schalten kann ich den Generator eh nicht, so wie es aussieht. So, jetzt läuft die Berechtsanstellung. Achso, noch nicht. Okay, Wärmestufe 1. Overdrive. Jetzt habe ich hier so eine halbwegs warme Zone ringsherum mein Warenlager. Okay, gut. Dann kann ich jetzt bestimmt irgendwie Zelte bauen. Es gibt bestimmt gute Gründe hierfür, sprechen, das nicht gleich so zentral zu bauen. Achso, die muss jetzt auch jemand bauen. Warte, warte, da. Oh. Möchte das Spiel, dass ich ein Gesetz erlasse? Ein Ratschlag. Es gibt viel zu tun und nicht genügend Hände, um es sich zu ermöglichen. Eine ist Arbeit für ihre Kinder und so. Kinderarbeit einführen wäre auf jeden Fall anscheinend die leichte Variante. Das machen wir mal nicht. Weil ich ziehe jetzt mal die Kohlearbeiter hier ab. Ich glaube, wir müssen nicht alle Camps mit Kohle bewirten, oder? Nahrungsmittel. Der Generator summt mit beruhigender Wärme, aber wir sollten das nicht als selbstverständlich ansehen. Wenn der Generator ausfällt, stirbt die Stadt. Sehr achtsam mit den Kohlereserven. Kümmern wir uns jetzt um Nahrungsmittel. Es wird keine Stadt geben, wenn wir verhungern. Finde einen Weg, Rohnahrung herzustellen, bau ein Speise auf und Mahlzeiten zuzubereiten. Naja, schön. Dann ziehe ich jetzt mal meine Leute hier ab. Gesundheitsstation, Nahrungsmittel, Speise aus. Kann ich nicht. Ich brauche also erstmal eine. Was nahen Kohle. Also das Sammelhaus habe ich schon. Kohle. Rohstofftyper? Nee, Sammelstil? Ach so, verstehe. Das kann ich hier wahrscheinlich nicht außerhalb des Kreises bauen. Dann wird Ende. Ganz nicht an einer Straße. Ach so, das sind die. Das sind die Kreise, okay, bitte. Das sind alles mal die Kreise. Grenzt nicht an einer Straße, warum immer ich eine Straße erkenne. Gibt es hier nochmal anders, was sich lohnt? Warten auf Arbeit. Also das Ding, macht das jetzt was? Werkstatt. So, wie viel Kohle habe ich denn jetzt eigentlich hier? Mein Berufsschlusssammler, ich habe jetzt 222 Kohle. Ich mache 180 am Tag plus und mein Generator verbraucht nur... Bin ich 6 Kohle...
100% Kohle verbrauchen, das heißt? Achso, okay, also ich mache knapp Kohle plus. Nicht viel, aber ich mache was plus. So, Arbeiter. So, kommen die jetzt da ran oder machen die es nicht? Also baut die Hütten jetzt hier irgendjemand? Nö. Doch, da, das baut jemand. Sehr gut. Kein. Den Ochsenbringer. Viel habe ich davon noch nicht gesehen, aber du kannst von das ein oder andere Dilemma kommen. Ah ja. Das können wir erstmal Hütten bauen. Ich glaube, ich habe schon wieder viel zu viele Hütten geplant, oder? Ich muss gleich mal durch. Ich pausiere mal diese beiden Hütten hier. Ja. Ich habe es gar nicht so klug, so viele Hütten auf einmal zu bauen. Ich habe es einfach mal lustig rumgeklickt. Das ist eigentlich ein lustiger Generator. Das sieht auch sehr interessant aus, das Ding. Sichere Nachnahme nach Bau eine Jagdhütte oder ein Treibhaus. Bei einem Speisehaus mit genannten Mahlzeiten. Ja, das ist, wie soll ich denn ein Treibhaus bauen? Ich. Ach, jetzt kann. Ach so! Ich könnte die Dinger. Ja, ein Treibhaus. Ein Treibhaus kann ich leider nicht bauen. Ich kann hier nur ein Speisehaus bauen. Das ist gleich riesengroß. Aber muss das Speisehaus unbedingt im inneren Zirkel stehen? Kann es nicht. Achso, es muss an der Straße angehen, sonst kann man es gar nicht erst bauen. Also Straßen ist. Achso, Straßen. Nee. Was sind denn jetzt das Straßen? Das ist dieser Kreis? Das ist bestimmt total dumm, das Speisehaus in der Mitte zu bauen, oder? Achso, ich habe wieder kein Holz. Habe ich noch Arbeiter über? Ah ne, ich habe schon alle Arbeiter, die können am Holz dran. So, das Ding wartet auf Arbeit. Wird das jetzt immer mal gebaut, oder? Achso, auf dem Weg zum Bauplatz. Okay, also die sind unterwegs. Die würden das tun, wenn sie können. Jetzt habe ich noch 60. Okay, das ist. Ich muss doch alle Häuser bauen, so wie es aussieht. Weil mir scheint. Workday ist up. Also ein Haus kann 20 Leute fassen, so wie es aussieht. August Peckham. Sehr geringes Risiko, krank zu werden. Hm. So ein elender Bauch. Wirtschaft. Kohlehaufen, 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 Kohlehaufen. Hm. Täglicher Gewinn. 180. Achso, die treiben jetzt hier eine neue Straße rein, oder was? Kein Zuhause. Ja, ist schön. Sind die jetzt dahin unterwegs? Ich meine, die machen hier so Löcher in den Schnee rein, ne? Was das eigentlich für ein riesengroßes Loch hier ist. Im Eis. So, das müsste die nächste Hütte, die ja fertig ist, müsste ja eigentlich auch wieder 20 Leute beherbergen, oder? Ne, 5 nur! Was? Ach Quatsch, das ist ja die Speisekammer. Nahrungsmittel und Hunger. Ja, aber leider habe ich keinen. Ich habe halt keine Jagd. Wir jagen jede Nacht und spielen ihr Beute im eisigen Ödel und aus in der Stadt. Sie liefern bis zu 15 Rohnahrung pro Tag. Das ist wahrscheinlich zu wenig, nehme ich mal an. Mit einem Holzkisten. Ich sollte vielleicht mal Leute auf die Holzkisten losjagen. Oder wenn das Arbeitercamp hier fertig ist, müssten ja die Dinger hier alle geerntet werden, oder nicht? Theoretisch. Oder geht das nicht, weil die so weit draußen sind? Boah, ein Jagdhütte oder ein Treibhaus? Als ob ich jemals ein Treibhaus zu Hause hätte. Naja, wir werden mal sehen. Ich habe doch noch die Ingenieure. Die können eigentlich auch arbeiten. Die bräuchte ich gerade nicht. Jetzt ist es auf jeden Fall gerade Nacht. Das wäre wahrscheinlich ganz gut gewesen, wenn ich jetzt schon das Dings gehabt hätte. Ja, anders, das sind ja bei den Kohle. Ach ja, guck mal hier. Ach, hier kommen die Leute her. Ach, von da hat ihre Expedition aufgehört. Na gut. So, und jetzt? Jetzt müssen da 10 Leute arbeiten und die würden dann all das abernten? Grenzt nicht an einer Straße? Mindestens ein Arbeiter erforderlich. Ja, wie kann ich denn jetzt Straßen bauen? Oder sind die Straßen halt von alleine? Also das mit den Straßen, da komme ich nur so ganz mit, ne? Das ist halt. Irgendwie, weiß ich nicht. Achso, ich sollte vielleicht mal keine Hütten bauen, sondern die scheiß Jagdhütte, ne? Warte mal hier. Abbruch. Oh, ich kann den Schnee weghauen, wenn ich einfach nur Hütten hinstelle. Das kostet bestimmt jedes Mal Holz, was ich hier gerade mache, oder? So schmeckt man Holz eigentlich. Die Hütten kosten nur 10 Holz, das ist eigentlich voll wenig. Die Jagdhütte kostet 20 Holz. Ich will mal ein bisschen Go hier. Was ist das da oben? Dampfkern habe ich einen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass nachts keiner arbeitet. Wir sollten Schichtarbeit einführen. Ach so. Einfach nur mit normalen Arbeitsschichten dürfen die Bedürfnissen nachgehen. Achso. Die Temperatur wird deutlich sinken. Zweite Stufe. Toll, am vierten Tag also. Ich muss durchhalten. Leute, verlasse ich mich.
diese Weise können wir sicherlich noch eine Weile weitermachen. Ja, bestimmt so. Ach ja. So, jetzt können wir... Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass ich die erste Nacht verpasst habe, ne? Das ist eigentlich richtig dumm, fällt mir gerade so auf, weil das ist dadurch... Fehlt mir natürlich... So, ist denn das jetzt hier? Also das Ding hat keine... Dadurch, dass die Hütte hier keine Straße hat, ist die komplett sinnlos oder was, die Sammelstelle. Also die bringt mir gar nichts. Oh, einer ist krank. Toll, sehr geringes Risiko, krank zu werden, direkt krank geworden. Geil. Hat schon ein bisschen Wuselfaktor, nicht wahr? Sieht doch alles sehr dreckig aus. Ist ja niemand näher an diesen Generator dran wohnt, ist eigentlich ein Ding. Wir haben vor allem immer noch nicht Hütten für alle. Also wir müssen auf jeden Fall mehr Hütten bauen, hilft ja alles nichts. Ich hätte gerne die Sanitätsstation, ich habe das Gefühl, wir brauchen die noch. Die sollte auf jeden Fall im inneren Kern stehen. Die Hütten können wir wahrscheinlich woanders hinstellen, aber die Sanitätsstation eher nicht. Also die Werkstatt, dann braucht man eine... Ja, Ingenieure brauchen das für die Weiterentwicklung neuer Sachen. Das scheint mir auch recht wichtig zu sein und zumindest wichtiger als irgendwelche komischen Zelte. Kann ich die Zelte nicht upgraden oder so? 110. 30 Mann kriege ich noch unter. Jetzt habe ich nämlich erstmal genug Holz. Jetzt kann ich, glaube ich, die Leute von dem Holz wieder abziehen. Für den Holzkisten, glaube ich, habe ich erstmal genug. Das reicht für den Moment, erstmal 44 Holz. Da müssen wir auch darüber nachdenken, mehr Häuser zu bauen. Das Klug ist, die Wohnbezirke... Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich die Häuser tatsächlich verteile. So über verschiedene Bezirke. Könnte ich mir so vorstellen, weil das... bestimmt am Ende dazu führt, dass ich irgendwelche Dampfgeneratoren und so Zeug bauen muss und dass die sowieso gleichmäßig verteilt sein müssen. Wo denn eigentlich denn das... Ach, Straßen! Ach, ich kann Straßen bauen. Na, das ist ja schön. Ach. Das ist jetzt eine Straße oder was immer, hä? Wie war das gerade? Straßen werden gebaut, ja. Ach so, ich kann Wege planieren, Dann müsste ja gleich meine Rohstoffsammellage hier wesentlich effektiver werden, sobald das eine Straße hat oder nicht. Und kosten die Straßen jetzt Bauplätze? Hole ich jetzt überhaupt noch Holz ab? Denn das ist der Kohlehaufen. Der Kohlehaufen ist hochwichtig und ohne den geht hier gar nichts. Und jetzt kann ich in die Sammelstelle 10 Arbeiter hinstellen. Judy. So schaut es mit der Temperatur aus. Achso, also das ist hier... Also solange die Leute noch in den Hütten sind, ist noch alles erträglich. Also ich kann noch überall meine Hütten hinbauen, das stört keinen. So, und was ist jetzt mit dem Weg hier? Das ist immer noch nicht fertig, oder was? Diese Straße ist neben dem Generator verbunden. Ja, aber, hä? Wie? Ist es jetzt schlimm, oder ist es... Man ist ja an sich, ist das Ding ja anders, das verstehe ich jetzt nicht. Man kann jetzt halt beschleunigen, indem man... So, Bau, verwende das Baumenü. Nur wer das nicht kann, kann Strukturen aufbauen. Nutze Gebäude innerhalb der Wärmezone, sind Wärme bieten bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen. Die Wärmezone optimal zu nutzen, werden Gebäude auf ein Gitter sein. Alle Gebäude müssen über eine Straße mit einem Generator verbunden sein. Vorläufig... Achso, ungültige... Ah ja, okay. Generator. Der Generator ist der Herz der Stadt, die einzige Quelle für Wärme, diesen zugefrorene Rauchsweite genug Kurvenlager, solltest du ihn einschalten. Sind beheizend, verbraucht 6 Sekunden pro Stunde, du kannst den Generator für so eine Wärme... Achso, ich muss es erforschen. So, Hunger, Treibhaus, Speisehaus, Mahlzeiten, okay, Straßen. Alle Strukturen der Stadt müssen mit dem Generator über Straßen verbunden werden, so funktionieren sie. Meine Straße bauen und klicke auf das Symbol der Straße. Ein Holz pro Abschnitt. Achso, ich habe kein Holz wahrscheinlich, oder? Ne, ich habe Holz. Daran mangelt es nicht. Erstmal wäre so ein Sammelhaus. So eine Sammelstelle wäre doch voll klug auch hier hinten, oder? Ich müsste auf jeden Fall, glaube ich, mal wieder ein paar Arbeiter runternehmen hier. Mir fehlt so ein bisschen Übersicht, wo meine Leute jetzt... Ach ja, die arbeiten jetzt hier, okay. Ist schon wieder Nacht. Oh. Leute von unserem Konvoi. Die wichtigsten Rohstoffe sind vorerst gesichert und wir können jetzt versuchen, die Leute zu retten, die wir zurückgelassen mussten. Bau eine Signalstation, erkunde das Frostland, rette so viele Überlebende unserer Expedition wie möglich. Du brauchst eine Werkstatt und Baupläne für fortschrittliche Gebäude zu entwerfen. Ja, das ist gut, dass ich das brauche, weil die ist nämlich schon in Arbeit. Warte mal, achso, jetzt werden die ganzen Gebäude schneller fertig? Weil Nacht ist, oder weil wir die Leute nicht arbeiten, oder wie? So, hier habe ich meine Ingenieure drin.
Ach du Scheiße. Ja, okay, Heizung, Generatorleistung, Technologie-Dings, Signalstation. Ja, die werde ich wahrscheinlich jetzt. Ich brauche wahrscheinlich erstmal mehr Personal. Dafür brauche ich jetzt Stahl oder was? Nicht genug Holz. Ja, ich brauche alles Holz, wie es aussieht. Ja, gut, dann. Kohlegenerator? Ich brauche einen Kohlegenerator. Mit hohem Druck Wasser in die unterirdischen Kohle verkommen, wäscht den Wert von Rohstoff an die Oberfläche. Dabei entsteht ein Haufen von 560 Kohle pro Standardarbeitstag. Genug für zwei Sammelstellen. Was eigentlich voll gut. Schnelles Sammeln klingt auch. Das klingt wie alles erstmal voll gut hier. Das ist auch so für Jäger. Ich weiß halt doch nicht so richtig, ob mein. Warte mal. Achso, die Jagdhütte muss ich jetzt auch noch. Sanitätsstation? Ja, die Sanitätsstation, die kann ich mal ausschalten, oder? Bindet die auch Arbeitskräfte, wenn die nicht an ist? Geschlossen zu dieser Tageszeit. Sind die Arbeitskräfte frei, oder was? Weil die Sanitätsstation brauche ich ja eigentlich nicht wirklich, oder? Oder offeriert die irgendeinen Service mitten in der Nacht? Habe ich jetzt die Karte geplant? Ich meine, ja, wir können das nicht lassen. Ja, ich würde gerne noch eine Straße bauen, wenn es geht. Achso, da muss ich jetzt. Achso, ich brauche tatsächlich in meiner Stadt auch eine Straße oder was? Achso, diese Häuser haben keine Straße. Ich brauche echt mehr Leute. Ich brauche diesen komischen. Ist schon vier Leute krank. Vielleicht sollte ich doch über diese Sani-Station nachdenken. Was ich jetzt nicht verstehe, ist. Die Sammelstelle sammelt die jetzt? Meinst du, mir fragt? Meine fünf Leute krank ist ja schon mal wie schlecht, ne? Weil hier oben ist einmal Kohle und nochmal Kohle. Das wäre vielleicht ganz klug, den Kohlehaufen da oben auszuwerten, weil das die Typen hier. Keine Arbeitskräfte. So, die Typen hier, die werten ja das hier alles aus. 4,2 pro Stunde. Also hier kommt Zeug bei rum. Also ich glaube, ich brauche mehr Personal. Aber vor allen Dingen brauche ich auch hier mehr Wege, würde ich sagen. Die brauchen ein Forschungsprojekt. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer Signalstation, die mir aber 10 Holz kostet, die ich gerade nicht habe, weil ich gerade Wege gebaut habe. Ach so, ein Elend aber auch. Das läuft ja auch. Okay, jetzt haben wir anscheinend 10 Holz gekriegt. Das Holz kommt anscheinend tickratenartig. So, jetzt zack. So. Dass hier so Wege so einen kleinen zwischenbauen muss. Ist ja auch lustig. Nun gut. Sieht schon mal sehr interessant aus hier. Ich glaube, bis ich das hier alles vollgebaut habe, könnte das eine Weile dauern. So, das Ding. Achso, die Ressourcen sind doch bald alle, ne? Also, lange kann ich mich darauf nicht verlassen. Also, ich muss jetzt. Bevor die Oberflächenressourcen. Was sind das ja eigentlich noch? Kohle vorkommen. Boah, Kohle mal ab. Achso, ja, hier. Noch ein Kohle vorkommen. Da draußen ist es kühl. Schön. Angenehm. So, die Signalstation, die ist anscheinend recht schnell erforscht. Judy. Zwischen Gebäuden wechseln. Kalte Wohnungen auslassen lassen Menschen krank werden. Ohne richtige Pflege können sie schwer krank werden und sterben. Die Kranken können in Sanitätsstationen behandelt werden. Die Schwerkranken brauchen hier ein Krankenhaus. Bis du eins gebaut hast, kannst du ihr Leben retten, indem du eins von zwei Gesetzen unterschreibst. Das Gesetz radikale Behandlung erlaubt es dir, schwerkranke Menschen in medizinischen Einrichtungen zu behandeln. Aber einige von ihnen werden als amputiert zurückgelassen. Das Gesetz Lebenserhaltung erlaubt es dir, schwerkranke Sanitätsstationen oder Pflegeheimen auf bestimmte Zeit am Leben zu halten. Aber unbehandelt. So, Tag-Nacht-Zyklus. Schichtzeiten ändern. Einige Gebäude wie die Identitäts- und Werkstatt von intensiv geistiger Arbeit von den dort beschäftigten Personen können daher nur mit Ingenieuren besetzt werden. Arbeiter liefern nur handwerkliche Arbeit. Kinder können zunächst gar nicht eingesetzt werden. Durch Klicken auf das Unterricht. Okay. Ich könnte also Kinder benutzen. Forschung. Für die Werkstatt neue Gebäude. Forschung sind Gruppen. Ja, Jäger. So, Jäger verlassen die schon noch. Sie arbeiten von 18 bis. Erforschung Verbesserung zur deutlichen Steigung der Jagdausbeute. Ja, wie ist denn das mit meiner Nahrung? Reicht das überhaupt? Also ich glaube, die nächste Forschung sollte ich dann wohl mal den Jägern geben, weil es scheint mir, als hätte ich nicht genug. So kann ich noch so eine, was kostet so eine Sammelstelle? Die kostet 15 Holz und sammle ich echt noch Stahl? Also explizit? Es scheint eigentlich so, was ist denn hier los? Funktionsfähig? Warum ist hier so ein riesengroßes Ausrufezeichen?
Leute von unserem Konvoi, eine zerrissene Familie. Sir, nachdem wir die Werkstatt erbaut haben, kam eine Frau zu uns. Sie sagte, ihr Mann und ihre Tochter seien nicht mit der großen Gruppe in die Stadt gekommen. Aber sie ist sicher, dass sie immer noch da draußen sind. Sie möchte sich den ersten Spätteam anschließen, dass wir losschicken. Sie drängt zur Eile. Wir tun, was wir können. Ja, aber hierfür könnte ich vor allem noch meinen letzten Ingenieur reinstellen, der sowieso gar nichts zu tun hat. So, ihr braucht noch 4 Stunden für die Signalstation. Das ist ja schön. Also, wenn das eh noch so lange dauert, dann können wir in der Zwischenzeit all dieweil noch eine Sammelstelle für Kohle bauen. Weil ich glaube, das ist wesentlich effizienter, wenn ich das Ding hier hin... Wenn ich die hier baue, ist der Weg nicht so weit. Oder? Es ist wesentlich effizienter, wenn ich die hier baue. Als... Wie viel Kohle haben wir jetzt eigentlich gerade auf Lager? Oh, warte mal, hier sehe ich doch. Ich habe gerade genug Kohle, um gerade mal keine abzubauen. Für einen Tag. Ich habe noch 200... Also Essensration habe ich mehr. Aber ich dachte, ich verliere durch meine Küche welche. Benötigt Rohnahrung. Achso, okay. Das ist, dann muss hier auch keiner arbeiten. Da eine Person. Das geben die auch Essen aus, wenn die... Na gut, die Jagdhütte, wenn aufrechnet und ja, das ist schön. Was sind die jetzt da dauerhaft beschäftigt? Muss ich jetzt das wirklich? Ich denke, die brechen in der Nacht aus. Wenn ich die jetzt rausnehme, habe ich wieder freie Arbeitskräfte? Hungrig. Also ich musste das Speisehaus schon versorgen, ne? Geht essen. Okay, auf dem Weg zur Arbeit. Also ich habe da noch genug Essen da. Bauen Sie Signalstationen. Ich würde übrigens sehr gerne die Signal... Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich das gegen den Baum fahre, ne? So, und jetzt bauen hier die Hütte hoch. Zumindest wohnen all meine Leute jetzt erstmal in irgendwelchen Hütten, wie es so aussieht. Bzw. es wohnen nicht mal alle in Hütten, das... Hä? Hab ich im... Achso, die wohnen in diesen Hütten hier. Spielt? Achso, das sind die Kinder. Ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Sammelstellen so richtig verstehe, ne? Das ist halt... So, wir haben die Signalstation erforscht. Kann ich das Ding jetzt auch bauen? Technologien, Signalstation. So. Das ist eigentlich egal, wo ich die baue, ne? Dann bauen wir die halt am besten hier an meinen Weg ran. Dann muss ich das... Eigentlich ganz gut, dass ich hier... Da verschwende ich aber Platz, oder? Ja, aber hier habe ich nicht so eine Ecke. Dann bauen wir die hier ran. Kann ich die mit Prio bauen? So, dann kann ich was Neues erforschen. Und zwar, ich glaube, ich sollte das... die Jagdausrüstung für Jäger erforschen. Die wird hoffentlich noch fertig. So, wie lange dauert das, bis sie fertig ist? 7 Stunden. Wie spät haben wir es? Ah. Rohe Nahrungsmittel, etwa 14 Stunden. Essensration über 2 Tage. ich glaube, ich brauche noch eine Jagdhütte mehr, oder? Weil die eine Jagdhütte, die ich habe, die tut's doch nicht. Da brauche ich wieder Holz für. Mist. So, und die kann ich jetzt... Achso, ich habe 15 Arbeitskräfte verfügbar. Also. So, geschlossen zu dieser Tageszeit. Sind die... Das ist mit den Arbeitskräften. Ich meine, an sich ist es totaler Quatsch, ob ich die, wenn ich die nicht in der Jagdhütte habe, dann können die ja trotzdem nicht, ja, also das sind ja immer noch die gleichen Personen. Wenn die nachts unterwegs sind, dann können die ja am Tag nicht arbeiten. Also, ich meine, die müssen auch mal schlafen, die haben Jungs, ne? So, wir haben noch 5 Leute, die arbeitslos sind. Was mache ich denn mit denen jetzt? Es wird ja wohl nicht sein, dass ich hier gerade effizient gewirtschaftet habe und Leute frei habe. Und die bauen tatsächlich daran rum. Ich denke, es ist das Ende der Schicht. Warum bauen die daran noch? Warum sind da echt Leute hungrig? Das verstehe ich übrigens auch nicht. Ich habe doch hier meine Essensausgabe, oder nicht? Achso, Essensration halt noch 2 Tage, ja. Aber auch nur, weil meine lustigen Freunde hier... Rohnahrung, 15 am Tag. Kommt da jetzt was rein? Ich bin mal gespannt. Signalstation, wir sind nicht länger verschollen oder blind. Von dann können wir so Leute die eisige Ödnis suchen. Die es umgibt, das Frostland. Oh. Sitzt da drin ein Typ? Ach, herrje, mini, mini, mini. Absturzort, vermisste Expedition. Oh, achso, jetzt kann ich hier, verstehe.
In seinem Spiel, wenn du mehr über diesen Ort erfahren möchtest, ja, würde ich gerne. Wie mache ich das? Direkt zur Signalstelle, um eine Einheit aufzusetzen. Gehe zur Stadt. So, und jetzt kann ich... Nicht genug Holz. Ach, scheiße. Na gut, dann können wir auch gleich bis morgen warten, weil... Die XP, warum gehen die Spiele eigentlich nachts raus? Weil wahrscheinlich nachts die Tiere draußen sind. Bereit zur Suche. Die Leute jubeln, als die große Beobachtungsballon in die Höhe steigen. Es ist eine große Leistung. Alle sind stolz auf die Arbeit, die sie dazu beigetragen haben. Eine Reihe von Freiwilligen brennt darauf in Frostens, nach unseren vermissten Leuten zu suchen. Die Frau, die sich bei uns gemeldet hat, ist auch dabei. Wir brauchen einen Erfolg. Ja, vor allen Dingen brauchen wir auch eine Jagdhütte, Freunde. Weil irgendwie das mit der Jagdhütte, die tut nicht so ganz, ne? Vor allem noch 5 Arbeitskräfte über. Was mache ich mit denen noch? Haben wir hinten noch Kohlehaufen? Achso, ich habe die Leute ja von meinen Kohlehaufen abgezogen, ne? Obwohl, das sollte eigentlich egal sein. Wie viel hat denn der hier eigentlich noch? 31 noch. Das ist so ein bisschen das Problem, ne? Wenn der halt alle ist. Also wird der jetzt durch diese Rohstoffhütte abgeerntet oder nicht? Die Sammelstelle. Hier ist Stahl. Hier ist halt das Kohlevorkommen. Hier ist ein Eisenerzvorkommen. Wo kriege ich denn Dauer? Wo kriege ich denn auf Dauer? Oh, Stahltrümmer, noch mehr Stahl. Wo kriege ich denn auf Dauer Holz? Ich meine, Stahl habe ich ja irgendwie auch nicht mehr so richtig viel, aber. Was mache ich denn, wenn mir das Holz ausgeht? Ich meine, das wird recht bald passieren, oder? Also sehr bald. Hm. Oh, einer ist schwer krank. Oder nicht? Da muss ich vielleicht doch mal einen Erlassersatz erlassen. Gesetzbuch. Finde Wege, um Hunger und Krankheit auf Prinzip zu besiegen. So, mal Lebenserhaltung. Unterzeichnen. So, man kann nicht helfen, warum falsche Hoffnungen wecken werden. Das heißt, die können nicht helfen, dass das, wir kriegen das schon hin. Warum sollten die Totgeweihten unsere Betten belegen? Oh, das ist. Ich sehe schon, dass das kommt gut an, das Ganze. Dadurch steigt auf jeden Fall die Unzufriedenheit. Warte. Achso, ich kenne jeden Tag nur ein Gesetz. Also ich hätte wahrscheinlich gleich am Anfang das Gesetz einführen sollen. So, zumindest unsere Kohleproduktion ist jetzt überdurchschnittlich gut. So, mindestens, also ich kann die Kohlehaufen noch zusätzlich? Effizienz, Achso, Holz. Achso, das sind die Dinger, die ich sammle. Achso, okay, gut. Das ist, also ich könnte die Kisten sowohl durch Arbeiter als auch durch Dingens. Also die Sammelstellen bauen nicht alles ab. Okay, dann machen wir mal kurz bis zum nächsten Tag. Weil nachts passiert eh nichts mehr, weil da ich kein Holz reinkriege. Ja, die Jäger bringen halt auch nur 15 Essensrationen heim. Das erscheint mir ein wenig zu sein. Forschung gestoppt. Auf diese Weise können wir sicherlich noch weitermachen. Oh. 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 Kühl. Oh. 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 Oh! Oh! Sehr kalt. Oha! Ah, die Temperatur wird ansteigen. Eine Stufe. Zwei Stufen. Jetzt wäre es natürlich voll gut, wenn ich jetzt gelevelt hätte, dass ich den Generator hochstellen kann, oder was? Temperatur macht es eigentlich das Leben zur Hölle, ja. Es gibt wirklich viel zu tun. Wir müssen zum Beispiel eine Expedition zusammenstellen. Wir müssen mindestens 5 Einwohner zur Verfügung stehen, das ist kein Problem. Wir haben 5. Zack und los. Ich will ja die vermisste Expedition retten. Und los. Speer Nummer 1, Einheit entsendet, vermisste Expedition. Jawohl. So. Geh zur Stadt. Dann bin ich immer gespannt, was sie finden, die Bande. So, minus 40 Grad ist natürlich irgendwie uncool. Aber die Jagdausrüstung ist mir halt auch irgendwie wichtig, weil das Problem ist halt, dass die Küche hier... Aber warum besetze ich die überhaupt? Ich kann die Arbeitskräfte könnte ich auch genauso woanders einsetzen, oder? Ich meine, ich könnte zum Beispiel jetzt auch 5 Mann Holz suchen. Ich meine, die Küche kann eh nicht arbeiten, weil wir keine rohe Nahrung haben. Weil irgendwie die Jäger haben nachts nichts heimgebracht, habe ich das Gefühl. Oder? Also kann ich jetzt hier noch 15 Mal auf Holzkisten ansitzen, aber es ist halt eiskalt hier hinten, ne? Sehr kalt. Dadurch erkranken wir bestimmt noch mehr Leute.
Da hinten ist wahrscheinlich Wärme. Das ist natürlich sehr ärgerlich, das ist gerade das Holz, was ich so dringend brauche. Ja, keine Nahrungsmittel. Das hätten noch so 2 Tage. Das ist natürlich auch sehr gut, jetzt noch mehr Leute reinzuholen, die irgendwie... Gebäude montieren. Arbeitszeit? Aber sie arbeiten noch nachts, dachte ich. Ich glaube, das ist keine gute Idee, die Leute hier tatsächlich hinzusetzen. Aber ich mache die mal hier in die Jagdhütte. Die Jagdhütte ist... Die Jagdhütte ist erträglich. Achso, warte mal. Die, ja, die Hütten sind auch kalt. So, jetzt haben wir die Ausrüstung für Jäger erforscht. Und jetzt sollte ich wahrscheinlich ganz schnell das Dampf... Nehmen wir noch Heizkörper? Was macht das? Ermöglicht den Einsatz von Heizkörper zum Heizen von Arbeitsplätzen während der Arbeitszeit. Jeder Heizkörper hat die Temperatur eines Arbeitsplatzes um 1 Stunden verbraucht im Betrieb 1 Kohle. Die muss ich dann extra bauen, nehme ich an, oder? Dampfzentrum? Oder warte mal, was... Achso, rein dann möchte ich die Erforschung von Technologien der Stufe 1. Ja, das hätte ich ja gerne. Dampfzentrum, dann würde ich brauchen ein Dampfzentrum drin. Wenn ihr erzeugt diese Feuchtung kleiner Wärme zu, um sich über jeden Aktivität verbraucht 3 Kohle pro Stinks. Okay, die wollen wir haben, das Dampfzentrum. So, unsere Expedition ist. Das ist natürlich auch irgendwie ärgerlich, dass die so lange unterwegs sind. Also, ich glaube, langsam wird es ungemütlich.